Also ich habe gerade mal nachgeguckt, das letzte Mal, dass die beiden aufeinander getroffen sind, also Niki und Kinso, war bei HTS 7. No way. Und ich muss gestehen, ich weiß nicht, wann HTS 7 war. HTS 7 ist 2022, hätte ich jetzt gesagt. Star-GG. Haben sie quasi 2-1 gespielt. Also Niki hat 2 Sets gewonnen, aber Kinso hat 1 gewonnen. Also Kinso hat ihn resettet in Grand. Ja. Und hat aber dann den Reset nicht gewonnen. 21? Ja, no way. Das ist jetzt 2,5 Jahre her. Yo, okay. Seitdem haben sie nicht gegeneinander gespielt. Das war auch noch Nikis Fox auf jeden Fall. Seitdem ist Kinso auch in seiner ein wenig Retirement-Phase gewesen, aber auch gleichzeitig in seiner, ich gehe jetzt mal hin und mache Game 5 mit Leffen, Game 5 mit Cody. Ja. Yeah. Also, wenn das heute passiert, dann wird das natürlich Hype. Und ich freue mich richtig drauf. Ich hoffe, es passiert. Das Ding ist halt, Kinso ist ein sehr guter Charakter, sehr guter Falco gegen Fox vor allem. Charakter. Aber gegen Isis weiß ich noch nicht. Keine Ahnung. Sehen wir dann. Aber wir haben jetzt erstmal Asta gegen Villani. Mhm. Sehr interesting. Ja. Wir haben, glaube ich, Nummer 20 gegen Nummer 31 aus dem EU-Ranking, aus dem aktuellen. Sehr, sehr schnell das erste Stock von Asta. Ich hätte ihn auch bisher irgendwie nicht so als Puff-Slayer eingeschätzt, muss ich sagen. Wow, da ist irgendwas irgendwo passiert. Irgendwo war es laut, aber ja. Ich weiß nicht wo. Ich weiß nicht, was passiert ist. Nee. Aber ja, ich muss auch sagen, Villani, ein Name, den ich bisher, gut, ich war jetzt auch nicht so aktiv in den letzten 1,5 Jahren, aber ein bisschen schon neuer auf dem auf der EU-Watchlist, sagen wir es mal so. Auf jeden Fall. Ja. Er hat ein bisschen in den Online-Zeiten, Corona-Zeiten, war so up and comer. Da wurde er so langsam besser. Ja. Also da war das schon so jemand, der konnte dann mal so ein Set von Parsec oder so abholen. Ich glaube, das hat er sogar gemacht, aber ich bin mir unsicher. Mhm. Aber natürlich sagt man dann, ja, online und dann Puff online auch noch und so, klar, man kennt's. Ja, ja. Aber ich meine, er hat jetzt bewiesen, dass er sehr, sehr gut ist. Ich weiß jetzt nicht, gegen wen er gewonnen hat auf Valhalla. Ja. Aber ich glaube, da war sein Placing auch ganz gut. Er hat da auch gegen Niki gespielt, hat auch verloren. Mhm. Aber er hat sich jetzt auch nicht so schlecht angestellt. Also er hat sich so angestellt, dass man sich gedacht hat, okay, gegen Villani hat es gereicht, aber Solo-Battle könnte schwierig werden. Mhm. Wie hat denn, wie ist Villani hier zu dem Bracket gekommen, wo er jetzt ist? Gegen wen hat er gewonnen? Er hat gegen Spino gewonnen. Ja. Und danach weiß ich gar nicht, muss ich gestehen. Mhm. Vielleicht so gegen Senex oder so? Weiß nicht. Nee. Boah, heftiger Dash-Dance. Okay, das war sehr knapp. Wir schauen auf jeden Fall gleich nach, aber Asta ist halt auch einfach clean. Asta ist clean. Asta, ein Fox mit History aus der Südwestregion. Ja. Jemand, der auch schon sehr lange dabei ist, auch immer on the grind ist und Asta wirklich so eine Friendlies-Maschine, würde ich sagen. Oder so, würdest du auch sagen, Friendlies-Maschine? Auf jeden Fall ein Grinder. Ein starker Grinder, der immer Bock hat zu spielen. Ja, er spielt viel. Und er hat mittlerweile auch diese Consistency. Die hat er vor 1-2 Jahren noch nicht gehabt in Europa. Mittlerweile aber schon ein Staple eigentlich, wo du immer sagen kannst, okay, der spielt entweder in der Top 8 oder für Top 8. Ja, ja. Das war ein sehr starkes Game 1. Mhm. Also ein 3-Stock hätte ich nicht gedacht. Ja, ich dachte auch so, also ich Asta auch meines Erachtens nach, er weiß, wie man das Puff-Matchup spielt. Ja, offensichtlich. Aber das war gerade schon ein bisschen eine Wash. Ja. Aber also, ja, das, seit er seine Consistency hat, ist es halt auch wirklich so, dass er im EU-Kreis angekommen ist. Also hat er jetzt auch mit seinem Top 20-Ranking bewiesen. Und ist halt einfach krass. Welchen Platz hat er jetzt gerade auf dem Germany PR? 4. Heftig. Hier, er ist halt wirklich so der. Ja, also die 4 ist ja, also die 4 Leute sind ja genau gleich geblieben, nur dass halt Niki und Kinso sich geswitcht haben vom letzten Jahr zu diesem Jahr. Ja, aber sonst sind die komplett gleich geblieben. Also Riggs auf der 3 immer noch und Asta auf der 4. Also er hat es noch nicht geschafft, an Riggs vorbeizuziehen. Aber er hat jetzt letztes Mal auch gewonnen gegen ihn. Mhm. Bei NDM.
Stimmt. Also es kann gut sein, je nachdem wie das restliche Jahr verläuft, dass wir Asta so on the rise sehen immer noch in Germany. Also dass er da dann das nächste Level erreicht, ja. NDM war aber auch ein ganz komisches Bracket, habe ich gesehen, oder? So, ich weiß nicht. So, Irfan ist ja auch sehr weit gekommen. Nicht, dass Irfan jetzt irgendwie nicht weit kommen darf. So ja, sage ich das aber, nicht. Aber es war schon ein Upset. So, ja, auf jeden Fall. Ja. Ja, es gab ein paar Upsets, aber es gab auch sehr knappe Sets von Leuten. Ja. Aber ich glaube, insgesamt ist trotzdem jetzt ist auf Irfan Zweiter so verlaufen, wie man es quasi erwartet hatte. Ja. Ja, ich bin mal gespannt, was Irfan heute hier reißt. Der ist, glaube ich, immer noch drin. Ich glaube, Irfan hat auch mächtig Punkte fürs nächste PR gesammelt. Ja, ich denke auch. Meanwhile, Villani hat gegen Spino gewonnen und dann gegen Maxono, um hier zu sein. Jetzt in Maxono auch letztes Jahr erst gerankt worden hier in Deutschland, oder? Ja. Okay. Ja, ich glaube, so, wenn ich das jetzt so vergleichen würde, würde ich sagen, so mit Asta könnte er wahrscheinlich seinen Meister finden hier im Winners Bracket. So, einfach weil der Unterschied zwischen den ersten beiden Spielern zu Asta halt einfach sehr krass ist. Also Asta ist wirklich, also jeder PR-Spot ist ja schon ein Klassenunterschied in irgendeiner Form. Nicht Klassenunterschied, aber schon ein Skillunterschied, den man spüren kann. Ja. Aber ich glaube so ab Top 5, Top 6 geht's halt echt los mit, okay, hier ist so die Tierlist. Ja. Und wenn du auf die nächste Tier kommen willst, ist es einfach wirklich schwer. Ja, ich würde auch sagen, so ab der 5 wahrscheinlich ist ja so der Cut-Off, wo dann gesagt wird, ja, okay. ab hier ist so the good game ist. So, genau, so wenn du solide bist, dann kannst du auch mal so gegen die da drunter vielleicht ein Game holen oder so oder spielst sehr knapp. Ja, gegen die Top 5, das ist halt ein Thanks for coming. Und alles Gute. War und, nett, aber... Danke für die Singles-Fee. Vielleicht nächstes Mal. Ja, die nehme ich dann und gut ist. Ja, Villani kriegt einfach auch nicht... Er kriegt einfach nicht den Fuß im Spiel. Ja, gut, Asta hat sehr gute Recoveries, Rest, also ein Grab kriegt er auch nicht. Also fehlen auch irgendwie so die Early Kills. Ja. Und Asta macht jedes Mal mit einem Nair-Opening, kommt er einfach so viel Damage raus, dass jetzt er... Ja, es kommen halt solche Sachen. So ein easy Double-Back-Air-Falling... Und dann bist du jetzt schon wieder bei den Prozenten, wo du die Rest nicht raushauen kannst. Ja, er ist halt auch basically, jetzt ist er halt ein Kill-Percent. Also ein Grab. Ja. Oh, das er versucht es auch. Ja. Ja, gerade eben ist mir aufgefallen, so ein Arm-Smash. Boah, ich habe den nicht mal kommen gesehen. Das war wirklich so der Frame 3 oder was da geclashed hat. Du siehst nur so, wie das Bein sich hebt für so eine Sekunde. Ja, Villani ist ja am Überlegen, er muss auf jeden Fall irgendwas ändern. Er müsste auch an seinen Edge Guards arbeiten, finde ich, weil das ist eigentlich das, wo Puff sehr, sehr gut ist gegen Fox. Ja, ja. Gims oder Edge Guards, weil, also gerade eben seine. Das ist. Interessant. Es ist interessant, aber er wird es bereuen, weil Asta ist jetzt kein Fox, der irgendwie Marv verabscheut oder so. Er mag es eigentlich ganz gerne gegen Marv zu spielen. Hat auch früher auch selber sehr viel Marv gespielt. Ja, doch, stimmt. Als Asta noch als der Triple Main bekannt war. Genau. Ja. Also ich weiß nicht. Ich glaube, das geht nach hinten los, wenn ich jetzt einen Early Call machen müsste. Ich meine, meines Erachtens nach kannst du natürlich jetzt hier so ein Game holen auf FD. Aber nächstes Game, ob es jetzt Puff oder Marv ist, könnte ich mir als schwer vorstellen. Ja. Ist vielleicht sowas, um Asta zu verunsichern, wie du gesagt hast. Es ist einfach zu gut gegen Marv. Es ist einfach so. Es ist wirklich sehr gut. Er hat den Double Jump gecatcht. Ja. Und jetzt kann er weitermachen. Jetzt geht's los. Ja. Jetzt geht's Marv. Los. Ah, okay. Er kommt wieder fair runter. Aber für Marv sehr schwierig runterzukommen. Da muss man aber auch aufpassen, dass man nicht geklippt wird. Aber wie gesagt, er kennt Marv sehr gut. Ich glaube... Was? Sehr, sehr guter Downsmash. Ey, die Recognition, dass das noch trifft und das Spacing. Asta, please. Zu gut. Okay. Aber es ist natürlich immer noch Marv auf FD und da fehlt halt dann einfach nicht viel. Villani kommt mir ein bisschen er möchte auf jeden Fall jetzt den Grab. Ja. Weil sonst wird Asta jetzt damit wegrennen. Das ist ein bisschen blöd. Ich weiß auch gar nicht, wie er auf den B-Button gekommen ist. Er wird ja jetzt auch nicht aus der Entfernung lasern. Er wollte einen Running Shine machen wahrscheinlich, denke ich. Ja. Das passiert öfter mal, dass man dann irgendwie die Side-B bekommt und dann SD'd. Er kriegt noch den absoluten... Ja. Nee, es ist einfach, so wie du gerade zu Anfang gesagt hast, er kennt das Matchup, er fürchtet sich nicht davor,
Marv aggressiv schon wieder entgegenzugehen. Also, I'm sorry, aber ich glaube, das ist gerade auch ein bisschen die Path Muscle Memory. Also du kannst nicht, es hat jetzt irgendwie funktioniert, aber du kannst nicht als Marv jedes Mal, wenn du geupthrowt wirst, versuchen rauszujumpen. Ja. Weil er wurde jetzt schon dreimal von der Abwehr dann gecatcht, hat keinen Jump mehr. Und das ist normalerweise, also es bedeutet so viel Damage für Marv. Ja. Oh, er schafft es aber vielleicht mit einem Gimp. Okay. Gutes SDI. Gut, wieder Midstage. Ah, die Air Dodges, jetzt guter Outcall. Das ist natürlich noch das, was reicht. Das war's. Nee, clean, auf jeden Fall. Jetzt die Frage, bleibt der Marv oder nicht? Wie gesagt, da bietet sich natürlich FD an, um so etwas rauszuhauen. Vielleicht den Gegenspieler ein bisschen zu verunsichern. Ja. Aber jetzt ist halt wieder der Counterpick bei Asta. Und wenn die Plattformen wieder im Spiel sind, dann kannst du halt... Ja, dann ist es halt schwerer als Marv. Und ich glaube nicht, dass er auf Puff zurückwechseln wird. Ich muss sagen, ich bin größerer Fan davon, der spielt weiter Marv. Ich bin größerer Fan davon, wenn der Gegner dann so FD counterpickt oder so, dass man dann switcht, quasi um den Gegner noch mehr zu überraschen. Wenn du auf den Gegner counterpickt, dann auf einmal den, also auf FD zum Beispiel, wenn du dann auf einmal den Marv auspackst und dann gewinnst, das ist nochmal härter, weil das ist nicht dein Counterpick, der quasi draufgegangen ist, sondern der vom Gegner. Genau so ist es, ja. Und man merkt, dass Asta keinen Confidence-Shake-Up hat, weil er geht mit ihm auf Yoshis. Und ich persönlich finde, Marv gegen Fox auf Yoshis, da muss man schon Bock drauf haben, weil das kann halt einfach auch irgendwie ein bisschen nach hinten losgehen. Ja. Tut es aber nicht für Asta gerade. Man muss ein bisschen aufpassen. aber man kann halt Marv sehr gut überrennen dort. Also absolut. Ich bin mittlerweile auch so eher Team Yoshis gegen Marv als jetzt Dreamland, also was Spaceys angeht. Mhm. Irgendwie, weiß ich, funktioniert es besser. Ja. Habe ich das Gefühl. Oh, das ist jetzt ein Free Up Smash. Den Forward Smash ist natürlich sehr gut entgangen. Oh, sehr schön. Ist das eigentlich Consti auf dem Schild dort? Ja. Okay, da hatte ich vorhin ein bisschen Unklarheit, jetzt weiß ich es. Randall! Forstock. Quattro Fumagi. Heißt es Fumagi? Wir wissen es nicht, wir werden sehen. Quattro Fumagi. Ja. Okay. Oh mein Gott, er könnte es haben. Oh, er hat den Zugang. Quattro. Jo, so sieht's aus. Basically, wie wir gesagt haben, kannst du auch FD machen. Kannst natürlich die Qualität von Marv ausnutzen und natürlich auch, dass du den Gegner damit auf den Kopf stellst. Ja. Aber es gibt halt so einen Top-5-Spieler wie Asta, ist halt einfach zu cool zu erfahren, dass er jetzt irgendwie sich davon beeindrucken lässt. Ja. Also ich kann mir wirklich gut vorstellen, dass ich einfach dachte jetzt gerade so, ah gut, dann spielen wir Yoshi, ist mir lieber als jetzt gegen Puff. So. Ja. Ist vielleicht auch das Ding, dass man sich manchmal denkt, okay, gegen Puff kann noch einiges schief gehen. Weil ich finde so, wenn du das Marv-Matchup drauf hast, der Run geht weiter. wenn du das Marv-Matchup drauf hast, dann bist du natürlich so, du bist drin und du weißt, was du zu tun hast und ich spiele das jetzt runter und das wird schon. Ja. Gegen Puff kann halt schon schief gehen. Ja. Also egal, wie du, ob du jetzt zwei Games davor gegen Puff gewonnen hast, vielleicht wirst du early gegrabbt, rest, dann passiert das nochmal, du bist zwei Stocks hinten, noch ein Gimp und dann bist du schon Game 5. Das stimmt. So ganz plötzlich. Und dann ist dann Game 5 gegen Puff ist halt dann nochmal ganz gruselig. Und vielleicht dachte er sich dann deswegen wirklich so, ja okay, nimm Marv, kein Problem für mich. Ja, aber das ist Vergangenheit.